Unterschied zwischen maschinenorientiertem Training und Freihandeltraining. Ganz einfaches Beispiel. Ich klone dich jetzt. Ja? Einmal, du trainierst als Original ein Jahr lang maschinenorientiertes Training, dreimal die Woche, 75 Minuten. Dein Klon trainiert ein Jahr lang reines Freihandeltraining, reine Grundübungen im Freien. Und nach einem Jahr tauschen wir und dann stellen wir Folgendes fest. Du als maschinenorientierter Trainierender musst bei den Freihandeln von ganz vorne anfangen. Warum? Weil du die Übung überhaupt nicht ausführen kannst, weil er dadurch bzw. die Koordination dazu fehlt. Die Ausführung funktioniert nicht, also mit ganz kleinen Gewichten anfangen. Dein Klon, der das ganze Jahr lang Freihandeltraining trainiert hat, der setzt sich an die Maschine und kann wahrscheinlich fast die gleichen Gewichte bewegen wie du, obwohl er noch nie an der Maschine trainiert hat. Deswegen ganz klar, Freihandeltraining hat riesen Vorteile, weil du Stabilisatoren mittrainierst und dein koordinatives System geschult wird. Ganz klarer Vorteil.